Eigentlich ist es das ganz normale Geschäft. Die Länderspielpause seit langem fester Bestandteil in der Fußballwelt. Doch im Oktober des Corona-Jahres 2020, in dem Spiel auf Spiel folgt, kommt sie reichlich ungelegen. Ich glaube, der 13. ist das letzte Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Also das heißt, am 15., wenn ich so richtig, am 15. spielen wir DFB-Pokal und am 17. spielen wir Bundesliga. Na, also muss ich da irgendwas noch, ich habe die Termine nicht gemacht, also von daher muss man sich auch mal überlegen, ob das Sinn macht. Das Problem, Interessen von allen Seiten prallen aufeinander. Nationalmannschaften und Verbände wollen ihren Wettbewerbsplan genauso durchziehen wie die Bundesliga, die Vereine ihre Spieler schützen. Die Belastung für die Profis extrem. Und das ist natürlich eine Situation, die extrem schwierig ist für die Spieler und für die Vereine. Andererseits ist es so, die Fernsehrechte sind verkauft von den Verbänden. Die Verbände brauchen Einnahme, sonst können sie nicht überleben. Wenn du keine Länderspiele mehr machst über einen längeren Zeitraum, gibt es Nationen, wo es halt dann keinen Verband mehr gibt. Immerhin, für eine Reise in Risikogebiete hat die FIFA nun eine Regelung gefunden. Besteht am Ort des Vereins oder dem des Länderspiels eine 5-tägige Quarantänepflicht, müssen die Clubs ihre Spieler nicht abstellen. Das ist allerdings nicht überall der Fall. Das Problem Belastung bleibt für die Vereine. Aber es für alle Vereine, die haben Nationalspieler, ist ein wenig problematisch. Aber wir sind okay damit. Es ist ganz normal, dass sie ihre Spiel machen und so. Und nachher, wie gesagt, wir werden auch Meisterschaft oder Champions League rotieren. Wir müssen. Die Kaderbreite der Bundesliga-Clubs im Jahr 2020 vielleicht so wichtig wie nie. Der überfüllte Terminkalender ist ein Problem für die Vereine und vor allem die Spieler. Doch im Geschäft Fußball müssen Spielpläne eben durchgezogen werden.